Ey, Mystic von TAR Gaming wieder zurück mit Hawken. Ja, das lange Warten auf Titanfall geht weiter. Wir müssen uns noch bis zum 11. März gedulden. Dann kommt dieses Spiel raus. In der Zwischenzeit kennt ihr ja von mir Hawken, ein weiterer Mech-Brawler oder wie man dem sagen will. Ich kann es nicht wirklich fassen, dieses Spiel. Es ist ja eine Art... So wie Counter-Strike einfach mit Max. Nee, so wie... Ich würde sagen, eine Art Battlefield mit Maps. Max. Jo. Ja, ungefähr wie ein bisschen weniger Tiefgang, was Waffen oder... Nee, nicht mal. Ein bisschen Klassen vielleicht. Ja, ein bisschen anders. Aber im Prinzip so eine Art Battlefield mit Max. Mit ein paar weniger Spielmodi. Aber sehr, sehr gut für zwischendurch. Bin mittlerweile Level 5. Hab eigentlich nicht mehr gespielt seit dem letzten Mal, wo ich aufgenommen habe. Und habe jetzt gerade vorhin kurz eine Runde gespielt, um da nicht hier wieder da so stehen wie der letzte Trottel. Kennt ihr ja von mir. Da bin ich ja ein Held da drin. So, dann fliegen wir erstmal hier über das Ding weg. Nur weil wir das können. Max könnte übrigens auch fliegen. Kennt man aus Titanfall nicht. Ist aber so. Ja, wusstet ihr nicht, wa? Ich müsste eigentlich eher so der Heiler sein und ein bisschen im Hintergrund bleiben. Ist, glaube ich, besser. Kann dann von hier aus easy meine Kameraden heilen. Wenn ich nicht gerade in der Schusslinie drin stehe. Und wenn doch, dann kann ich immer noch hier C drücken und ratz mich kurz von meiner Drohne heilen lassen. Das Problem ist, dass man eben zum Heilen gerade in einer gewissen Range drin stehen muss vom... angefragten Kameraden. Also, es ist nicht doof. Es ist im Prinzip, ist es taktisch gut, weil man muss sich dann überlegen, okay, gehe ich jetzt da hin und mach's auch oder lass ich es bleiben? Okay, ich habe hier ein Problem. Ah! Hilfe! Ich muss heilen. Hier an der Kugel. Kann ich das machen? Da fällt er direkt vor die Nase. Haben wir den? Ja. Kriegen wir. Au, kriegen trotzdem nicht. Schade, aber ich habe ihn richtig böse angefragt. Ich würde mir auch gerne so einen großen Mech freischalten, endlich mal. Aber dafür reicht das Geld momentan noch nicht. Ihr seht das hier, die Kosten, wenn ich hier kurz auf Garage gehe. Kann ich jetzt leider nicht. Aber theoretisch kosten die dann um die 3000. Ich habe momentan, also der billigste kostet 3000 bis... Genau, 20.000, 30.000, je nachdem, was man für ein Level haben will oder so. Und dann auch noch drauf an. Der ist gerade übelst angefleckt, das heißt, ich kann ihn ein bisschen heilen hier. Hier noch ein paar Punkte. Das sind die Brawler, die großen, die sind gut zum Schaden austeilen, haben aber relativ, sind relativ träge und langsam. Der Sack da oben hat uns gerade den Kumpel unterm Arsch weggeschossen. Ich muss kurz abkühlen. F. Kann ich die, oder? Nee, was macht. Hä, was macht der F bei diesem hier? Weiß ich gar nicht. Okay. Komm her. Ein Tschüss. Kann die irgendwie helfen? Heilen oder so? Kann man. Ich werde übrigens auch geheilt von irgendwem. Ja, merkt das. Seht ihr unten auch in der Leiste in der Mitte. Da werde ich geheilt. Ja, eben, also der Mech hier, der hält jetzt nicht brutal viel Schaden aus. Muss man sich bewusst sein. Das Ding im Gegenteil, das ist relativ schnell hinüber. Ich muss ganz, ganz kurz reparieren. In der Hoffnung, dass gleich ein gegnerischer Mech kommt und mich da kaputt schießt. Das ist immer so, man muss auch da einmal abwägen, wann tue ich's nicht, wann lasse ich's bleiben, wann riskiere ich's. Und oft riskiert man es eben einmal zu viel und dann ist es vorbei. Man kann übrigens auch die Mechs einzelne Teile austauschen, sprich beispielsweise cooleres Unterteil, was irgendwie schneller ist oder so. Okay, das war's. Wenn da drei kommen, dann habe ich keine Chance. Das ist etwas, was mir beispielsweise in Titanfall sehr, sehr gut gefällt, ist die Tatsache, dass wenn ich da alleine irgendwo hinrenne, wo drei gegnerische Mechs sind, dann sagt mir, keine Ahnung, eine Stimme aus dem Himmel oder eine Stimme im Kopf sagt mir dann so, hey, hier, du bist in der Unterzahl 3 zu 2 oder sowas. Finde ich im Prinzip ganz toll.
Ja, was ich heute ein bisschen ansprechen wollte, war die Tatsache von Serien-Reboots bzw. Marken-Reboots. Ihr habt ja vielleicht auf meinem Kanal das Video zu Rambo the Video Game gesehen von mir. Und wenn ihr das gesehen habt, dann wisst ihr, dieses Spiel ist eine Katastrophe, eine einzige Katastrophe, nicht einen Penny wert. Lasst es bleiben, kauft euch das Spiel nicht, kauft euch lieber was anderes für den Preis, weil es hat echt den Preis eines AAA-Games, keine Ahnung, eines Titanfalls oder eines Thief, was jetzt gerade rausgekommen ist, oder so ähnlich. Ich weiß ja auch nicht, was die Leute sich da überlegt haben. Und das Spiel ist eine einzige Katastrophe. Das ist so, das funktioniert nur, weil gewisse Markennamen oder gewisse Franchises, wie man den im Fachjargon sagt, nach einer gewissen Zeit out sind. Das heißt, ein Spiel ist beispielsweise eine gewisse Zeit lang extrem beliebt. Das ist Beispiel COD jetzt momentan, ne? Und dann irgendwie in 10 Jahren, 15 Jahren meinetwegen, haben wir dann das Problem, dass dieses Spiel dann nicht mehr so beliebt ist. Das heißt, es verkauft nichts mehr. Also das Spiel verkauft sich nicht mehr, die Verkaufszahlen gehen zurück und so weiter und so fort. Und irgendwann ist es dann für den Publisher nicht mehr interessant, dieses Spiel zu produzieren, weil er einfach zu hohe Kosten hat und es lohnt sich im Prinzip nicht, da das Geld zu investieren, weil man nicht mehr genug verkauft davon. Was macht man dann als nicht Entwickler, sondern als Publisher? Man hat halt die Rechte an der Marke inne. Das heißt, niemand anders kann die Marke in dem Sinne umbauen, also damit was machen. Und dann landet die Marke oder der Markenname erstmal in der Schublade und da bleibt sie vorerst mal ein bisschen. Und irgendwann, 10 Jahre später vielleicht, kommt dann irgendwer und fragt so, hey, ihr hattet doch hier mal so diesen Markennamen. Habt ihr den noch und so? Wir würden gerne für wenig Geld kaufen. Ich meine, ihr produziert da sowieso nichts mit. Könnten wir bitte die Lizenzrechte an dieser Serie oder an dieser Lizenz haben? Könnten wir da was damit anfangen? Und dann sagt dann der Publisher so, ja, wie viel bietest du denn? Und dann bieten die relativ wenig. Ich meine, im Vergleich, was beispielsweise so eine Serie heute oder zu der Zeit wert war, als sie halt Erfolg hatte, ist das ein Nichts, gar nichts. Dann kriegen das halt so Studios wie Reef Entertainment, die Leute, die jetzt gerade kürzlich dieses Rambo-Videogame gemacht haben. Und diese Leute, denen ist die Serie sowas von egal. Das interessiert die überhaupt nicht. Die sind nur darauf aus, in möglichst kurzer Zeit möglichst viel Geld zu machen. Mit einer Lizenz, die ihnen in dem Sinne nicht gehört und mit der sie auch keine emotionale Bindung hat. Ich meine, Rambo ist eine sehr, sehr beliebte Lizenz aus den 80er Jahren. Also jeder, der in den 80er Jahren aufgewachsen ist, der liebt Rambo über alles und dann kommen so eine Leute, denen ist es scheißegal, die haben einfach einen geilen Namen und machen dann ein scheiß Spiel. Und das ist ja nicht das erste Mal, wo sowas passiert. Das passiert ständig, das müsst ihr euch bewusst sein, dass das wirklich ständig passiert. Das ist ja bei Reboots, bei Serien-Reboots, ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob es schon mal ein Rambo-Spiel gab. Gab bestimmt schon mal irgendein Rambo-Spiel, bin ich mir fast 100% sicher. Ich habe es zwar nicht gespielt, aber ich gehe mal davon aus, dass es schon mal sowas gab. Ich meine jetzt nicht unbedingt ein PC-Spiel, aber anno dazu mal gab es sicher. Ja, ach man, sehr schön. Ich bin auch fast kaputt. Ah! Weg. So. Und ich meine, die Leute, die halt die Serie lieben oder die, ich meine, Rambo allgemein lieben, die Filme lieben, die das ganze Franchise in dem Sinne mögen, die kriegen dann so einen Dreck vorgesetzt. Und das ist halt bei Serien-Reboots ist das immer das Problem. Reboots passieren ja meistens dann, wenn eine Serie in die Jahre geraten ist, wenn und halt die Zahlen nicht mehr stimmen. Das kennt man ja auch von anderen Spielen. Ich meine, Reboots sind ja im Prinzip nichts Schlechtes. Es gibt nur schlecht gemachte Reboots in diesem Sinne. Ich meine jetzt, gute Reboots oder gute Beispiele sind jetzt Tomb Raider als Beispiel. Das wurde ja zweimal sogar schon bislang rebootet. Man hatte ja die originalen Tomb Raiders. Und dann kamen ja diese Anniversary, Legend und wie ist das andere? Nochmal? Ich weiß es nicht mehr. Legend, Anniversary und Tomb Raider. Ich weiß nicht mehr. Sind auf jeden Fall drei. Ha, guck mal, hier ist einer unsichtbar gewesen. Den haben wir auch. Muss ich vielleicht kurz reparieren.
Und das sind ja relativ gute Reboots. Ich muss sagen, der letzte Teil von der Tomb Raider-Serie hat mir jetzt am meisten gefallen. Das ist einfach nur Tomb Raider, das neue, was letztes Jahr rausgekommen ist, 2012. Das war jetzt beispielsweise ein Reboot, was ich extrem mochte. Und ich meine, Reboots können echt auch gut gemacht werden. Und die Leute müssen sich echt mal ein Beispiel dran nehmen und nicht diese Franchises einfach irgendwem verkaufen. Nur weil der jetzt gerade am meisten bietet oder nur gerade weil sich der jetzt als einziger dafür interessiert, das finde ich total asozial gegenüber den Spieler. Und was ich noch viel asozialer finde, ist, dass sich dann irgendwelche gewisse Studios das Recht, also im Recht fühlen, $40 oder 30 Euro für ein Spiel wie Rambo the Video Game zu verlangen. Dieses Spiel wurde wahrscheinlich innerhalb von einem halben Jahr programmiert. Scheiß drauf, wir haben da jetzt irgendwie 10 Leute ein halbes Jahr dran arbeiten lassen, meinetwegen auch 50 oder 100 Leute, ist mir im Prinzip scheißegal, das Spiel ist immer noch scheiße, egal wie lange ihr da dran gearbeitet habt. Aber meistens ist das Problem daran eben, dass die Leute kein Interesse haben und auch keine emotionale Bindung wie wir Spieler zu diesen Serien und dementsprechend kommt da meistens nur Dreck bei raus, weil das den Leuten total egal ist, was aus einer Franchise wird. Die haben die Franchise einmal und dann verkaufen sie wieder. Was danach damit geschieht, scheiß drauf, interessiert kein Schwein. Und ich finde, das ist eine Sauerei uns Spieler gegenüber, weil, ja, in diesem Fall wisst ihr es, ihr sollt das Spiel nicht kaufen, aber oft ist es so, man denkt sich ja, oh Mann, ich war doch früher, vor 10 Jahren, so ein Fan von dem und dem und dem und deswegen muss das Spiel auch super sein oder man fühlt sich irgendwie verpflichtet, was dem Spiel gegenüber zu machen, weil man halt diese Serie so liebt und so viele Stunden darin investiert hat. Und dann wird man so brutal enttäuscht von irgendwem, der nur gerade kurz einkassieren will. Und sonst ist denen alles scheißegal. Und ich bin übrigens Zweiter im Team. Ihr seht das schön da. Ich kann nochmal so ein Holo-Emote machen. Yay! Peace! Ein 3er-Killstreak. Punktemäßig habe ich gar nicht aufs Ding geguckt, ne? Nur mal kurz schauen. Ja, 152 Punkte. Ansehnlich, möchte ich sagen. Und dann würde ich sagen, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wenn euch das gefallen hat, lasst mir wie immer einen Daumen nach oben da und folgt uns auf Facebook, Twitter und abonniert unser Kanal. Würde uns sehr, sehr freuen. Dann wünsche ich euch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Mystic von TAR Gaming out.